Zum Thema Fleischskandal. Das ungute Gefühl reitet mit in diesen Tagen. Immer mehr Pferdefleisch wird gefunden in Produkten, in denen ja eigentlich gar keins sein sollte. Auch in Dönerfleisch inzwischen. Und immer mehr deutsche Händler haben deshalb reagiert und diese fragwürdigen Produkte aus den Regalen geräumt. Deshalb saßen heute auch einige Experten zusammen, um den Verbrauchern nun wichtige Fragen zu beantworten zu diesem Thema. Und die Idee der Experten, die klingt einleuchtend und gut, nämlich, dass die Wege, die das Fleisch bis zu uns nimmt, auf den Teller klarer werden müssten. Aber wie kann das eigentlich funktionieren bei so viel Verwirrung inzwischen an der Kühltheke? Nicht immer landet das auf dem Teller, was man eigentlich essen will. Pferdefleisch statt Rindfleisch in Lasagnen, Spaghetti Bolognese, Ravioli, Tortellini, Gulasch, jetzt sogar in einem Döner in Leipzig. Die Liste wird immer länger und vor allem sind fast alle Supermarktketten betroffen. Viele Kunden aber sehen den Etikettenschwindel inzwischen gelassen. Gar nicht alles wissen. Für mich hat es keine persönlichen Konsequenzen. Ich kaufe mein Fleisch im Bioladen und weiß hoffentlich, dass es daherkommt, wo es irgendwie angeschrieben wurde. Doch Etikettenschwindel ist kein Kavaliersdelikt. Auch die Firma Schubecks Genießerservice, kurz SGS, hat Pferdefleisch verarbeitet. Und zwar in Chili con Carne und Spaghetti Bolognese von Rewe. Hier in Lage bei Rostock werden die Produkte vertrieben. Starkoch Alfons Schubeck gibt seinen Namen für die Firma her und sagt heute der Bild-Zeitung: Ich bin erschüttert. In Produkten aus meiner Linie ist aber kein Pferdefleisch verarbeitet. Die Firma SGS hat eine Lizenz von mir, hochwertige Gerichte zu produzieren. Die Produkte, in denen Pferdefleisch gefunden wurde, stammen aus einer ganz anderen Linie. Dennoch kommen die Produkte aus der Firma, die mit Schubecks Namen wirbt. Kein Wort dazu, woher das Fleisch stammt. Nur so viel, es sei vom Vorlieferanten falsch deklariert worden. Verbraucherschutzorganisationen wie Foodwatch wollen Schubeck dennoch nicht aus der Verantwortung entlassen. Ihr Vorwurf? Offensichtlich, es ist klar, warum er das tut, geht es ihm um entsprechende Gewinne. Und insofern muss er tatsächlich dafür gerade stehen und das mit seinem Image ausmachen, ob er sogar bei einem Pferdefleischbetrüger dann mit seinem Konterfei wirbt. Foodwatch geht damit ziemlich weit, denn ob es wirklich Pferdefleischbetrug ist, das müssen die Ermittler noch klären. Denn wer wirklich betrogen hat in diesem Skandal, ist nicht ganz so leicht auszumachen. Meistens sind mehrere Lieferanten zwischengeschaltet. Nur ein Beispiel. Eine Luxemburger Firma bestellt Rindfleisch in Frankreich. Der Auftrag geht nach Zypern. Dort wird dann ein Subunternehmer in den Niederlanden beauftragt. Der kauft dann das Fleisch in Rumänien. Geliefert wird aber Pferdefleisch statt Rindfleisch nach Luxemburg. Dort wird es zu Tiefkühlkost verarbeitet und nach Großbritannien oder Deutschland ausgeliefert. Ein Wirrwarr. Dennoch wollen die Verbraucherschutzminister jetzt Warenströme und auffällige Preisbewegungen stärker beobachten lassen, um dann gezielter zu kontrollieren. Die Frage sei: Wie können wir zum Beispiel ein Frühwarnsystem etablieren, wo man feststellen kann, wo könnten ökonomische Anreize, wirtschaftliche Anreize sein, Täuschung zu vollziehen? Und wie könnte man hier ein Frühwarnsystem auf wissenschaftlicher Basis letztendlich verankern? Ja, wie? Wie man das konkret umsetzen will, ist noch längst nicht klar. Die Politik schone die eigentlichen Verantwortlichen, kritisieren Verbraucherschützer. Der Handel müsse für seine Eigenmarken gerade stehen und auch bestraft werden, wenn Vorlieferanten betrügen. Schließlich sei der Handel verpflichtet, den gesamten Lieferweg zu kontrollieren. Die Handelskonzerne wissen natürlich, dass es die ganzen gesetzlichen Vorschriften gibt und sie haben alle Möglichkeiten, die Informationen zu bekommen. Nur tun sie im Moment in dieser aktuellen Affäre so, als seien sie die Betrogenen und die Opfer. In Wahrheit sind sie genau diejenigen, die all diese Informationen sicherstellen müssen. Doch das würde wohl noch mehr Aufwand für die Firmen bedeuten und viele Produkte teurer machen. Seit heute informiert das Verbraucherschutzministerium in NRW, welche Produkte im Land bereits zurückgezogen sind. Unterdessen weitet sich der Skandal aus. In Großbritannien soll jetzt auch Eselfleisch im Hack gefunden worden sein.